Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Monitoring-Bericht 2023 von der Bundesnetzagentur und dem Bundeskartellamt. Und heute ganz speziell soll es gehen um das Mess- und Zählwesen, also Stromzähler, Gaszähler, wie sich da der Markt entwickelt hat und wie sich vor allem auch die Rollout-Zahlen im Smart Metering entwickelt haben, was da überhaupt noch aktuell verbaut ist. In dem Monitoring-Bericht, der ja immer Ende eines Jahres rauskommt, in diesem Fall Ende 2023, wird immer das Vorjahr betrachtet. Das heißt, hier geht es dann um die Zeit von Januar bis Dezember 2022, weil natürlich die aktuellen Zahlen für, jetzt vor einem Monat, die sind natürlich noch nicht zusammengesammelt und veröffentlicht. Deswegen immer das Betrachtungsjahr davor. Ihr habt bei der Bundesnetzagentur die Landingpage-Monitoring-Berichte, die könnt ihr euch auch als Lesezeichen speichern. Hier ist dann immer der aktuellste Bericht oben verlinkt. Und ihr seht auch hier, Monitoring-Bericht 2023, der mittlerweile 11. gemeinsame von BNetzA und BKartA. Naja, wenn ihr da reingeht, seht ihr, dass wir 320 Seiten haben. Das ist also schon sehr ausführlich, und als Marktbeobachtung dann natürlich auch eine ganz wunderbare Quelle, wenn ihr euch mit offiziellen Zahlen zum Elektrizitäts- und Gasmarkt beschäftigen wollt, weil hier natürlich die Aufsichtsbehörden ihre Zahlen, ihre Daten, ihre Erkenntnisse veröffentlichen. Das ist also belastbar. Im Vergleich zu anderen Veröffentlichungen von irgendwelchen Thinktanks oder Forschungseinrichtungen ist das ja nun mal eine behördliche Veröffentlichung. Und deswegen sind die Zahlen hier drin auch eine gute Quelle, mit der man arbeiten kann. Nach so einem allgemeinen Vorwort kommen wir dann im Inhaltsverzeichnis zur Gesamtübersicht. Wie immer, Römisch 1 ist eine Gesamtentwicklung, also so aktuelles, könnte man auch sagen. Und dann haben wir unter Römisch 2 den großen Bereich Strom mit einzelnen Unterkapiteln. Wir werden uns in einem anderen Video nochmal ein bisschen das Thema Versorgungsmarkt anschauen. Also so ein Stück weit von Erzeugung und Preisbildung, das ist dann auch Thema Großhandel, hin zum Einzelhandel. Und Einzelhandel hier in diesem Bericht ist halt die Versorgung von Endkunden. Ihr seht auch hier die Lieferantenstrukturen so. Das machen wir nochmal in einem anderen Video. Heute also hier Mess- und Zählwesen, also Römisch 2h. Und Römisch 3 Gas mit dem Kapitel G Mess- und Zählwesen. Die beiden schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Ihr könnt ja jeweils drauf springen. Seite 197 und Seite 280 sind das jetzt in unserem Fall. Ihr habt in so einem Bericht auch viel Prosa-Text, wer sich mit Marktzusammenhängen beschäftigen will, weil er vielleicht das jetzt wirklich auseinandernehmen möchte. Der sollte sich diese Texte auch durchlesen, die sind immer gut zusammengefasst und bringen so auf den Punkt, wie es aussieht. Für mich natürlich nochmal besonders interessant ist dann aber, sind die Tabellen, in denen Zahlen stehen, weil die natürlich die offiziellen Entwicklungen wiedergeben. Und allein jetzt hier schon am Anfang die Rolle des Messstellenbetreibers im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes. Also ist er denn ein Grundzuständiger oder ein Wettbewerbssicher und in welcher Marktrolle war er denn eigentlich grundsätzlich unterwegs? Also ist er jetzt ein Lieferant, der MSB wird oder der Verteilnetzbetreiber, der MSB natürlich auch ist, wird hier dargestellt. Und ihr seht auf der linken Seite konventioneller Messstellenbetrieb, das ist also klassische Ferrari-Zähler und Co., also nicht smart. Auf der rechten Seite moderne Messeinrichtung und intelligente Messsysteme, das ist dann also der Smart Metering-Bereich, wo wir sehen können, dass die grundzuständigen Messstellenbetreiber, also der Verteilnetzbetreiber, der das in seinem eigenen Netzgebiet als GMSB dann macht, 753 eine sehr erwartbare Zahl ist. Aber dann wird es eben interessant, der seine Leistung am Markt als Dritter anbietet. Der GMSB, der das als Leistung anbietet, das wäre also so der Verteilnetzbetreiber, der vielleicht in seiner Region auch übergreifend sagt, hey, ich könnte GMSB sein, das sind 43 Stück Versorger, die dann als Wettbewerbliche auftreten, 47 Stück und Dritte, das heißt irgendwelche Technologieanbieter oder vorher sowas wie Messdienstleister, die sagen, wir machen auch hier den WMSB nochmal 17 Stück. Jetzt kann man natürlich so erstmal sagen, ja, dann sind das halt so gute 100. Was bedeutet das? Und dafür gehen wir nochmal auf die Landingpage und scrollen mal runter in die früheren Monitoring-Berichte und öffnen uns mal den 2022er Bericht, der also das Jahr 21 betrachtet hat. Und einfach mal nur zum Vergleich, ihr seht auch hier, 546 Seiten, der war länger. da wurde vielleicht auch mehr drumherum noch geschrieben. Wenn wir dann auch hier ins Inhaltsverzeichnis kommen, nach dem ganzen Eingangsblabla, dann haben wir hier den Bereich Mess- und Zählwesen.
Und dann kann man einfach mal hier vergleichen. Und das werde ich euch jetzt einfach mal nebeneinander packen. Mal gucken, ob das sofort funktioniert, wie ich das mir vorgestellt habe. Genau. Scrollen rüber und haben dann hier nämlich eine interessante Entwicklung. Na, okay, dass bei den GMSB die Zahl kleiner wurde, kann an verschiedenen liegen, unter anderem auch einfach an sowas wie, na, Netzbetreiber schließen sich zusammen, Konzessionsvergaben werden neu geregelt, deswegen fällt da vielleicht auch der GMSB einfach auch als sinnvolles Geschäftsmodell weg, wurde jetzt ausgeschrieben oder weitergegeben an den nächsten. Also das sind einfach so Marktverschiebungen, die relativ normal sind, dass eben alle paar Jahre bei den Netzen sich ja die Struktur durchaus ändern kann, zum Beispiel aufgrund der Konzessionsverträge. Das haben wir auch schon mal irgendwann in einem Video auseinandergenommen, vielleicht mache ich das auch nochmal neu. Und dann seht ihr aber hier in dem wettbewerblichen Teil. Ne? Also hier Grundzuständige, die über ihr eigenes Netzgebiet heraus was machen, ein paar mehr, nur eine Handvoll. Und dann halt ein weiterer Versorger, der als WMSB auftritt, ein weiterer Dritter, der als WMSB auftritt. Von Jahr 21 auf Jahr 22. Ne? Das muss man natürlich immer noch sagen, ist die Zeit, in der wir immer noch in dieser, ich sag mal, Grauzone waren, weil die erfolgreichen Klagen gegen die Zertifizierung im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes, also gegen die Herstellerzertifizierung von BSI, gelaufen sind. Das war ja 21, meine ich, dass es dann durch war. Und dann gab es halt nicht so Klarheit darüber, wie wir jetzt weitergehen wollen. Das Messstellenbetriebsgesetz hat sich ja erst im Mai 23 komplett neu geregelt. Im 26. Mai war das ja, glaube ich. Und jetzt im Verlauf des Jahres 23 hatten wir dann die Klarheit auch im Markt. Jetzt legen wir richtig los. Und wir können davon ausgehen, dass so Marktbewegung oder auch das Interesse daran teilzunehmen sich eben jetzt so richtig entwickelt und wir vielleicht dann im nächsten Monitoring-Bericht und dann aber vor allem für das darauf folgende Jahr hier deutliche Weiterentwicklung sehen werden, mehr Interessenten, die mitmachen wollen. Das wird richtig spannend. Ich lasse mal den Vorjahresbericht noch auf. Wir gehen aber jetzt erstmal im Aktuellen ein bisschen weiter. Wir sehen also, naja, viel Bewegung in den Teilnehmern gab es noch nicht unbedingt, aber immerhin gab es auch nicht einen völligen Rückgang im wettbewerblichen Teil. Der ist eher leicht gewachsen, ganz minimal, eine Handvoll nur. So gut, Übersichten, wo liegen eigentlich die einzelnen Messelokationen? Natürlich, die meisten sind auch verbunden mit Einwohnern in Nordrhein-Westfalen und Bayern, ist wenig überraschend. So, dann Strom, verpflichtender Einbau, das heißt, das sind die Pflichteinbaufälle, die wir also typischerweise unter 6.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch nicht haben, sondern alles, was drüber liegt, bis 100.000 im ersten Schritt. Und da sehen wir nämlich hier die Unterscheidung, Gesamtanzahl, davon mit einem Messsystem, einem, ich sag mal, alternativen Messsystem ausgestattet, was auch eine gewisse Fernauslesbarkeit hat oder Fähigkeiten hat, ne, gemäß § 19 Absatz 5. Dann haben wir die modernen Messeinrichtungen, die also nicht dauerhaft verbunden sind mit einem Smart Meter Gateway. Und dann haben wir die intelligenten Messsysteme, die dauerhaft verbunden sind mit einem Smart Meter Gateway. Und da sehen wir, ne, von 2 Millionen allein in dieser Kundengruppe, 6.000 bis 10.000 Kilowattstunden, haben wir gerade mal 100.000 richtige IMS. Also das sind richtige Smart Meter, die 100.000. So könnte man das sagen. Das ist also nicht viel. Und auch bei der nächsten Gruppe, knappe Millionen Gesamtanzahl, ne, 10.000 bis 20.000 Verbrauch, gerade mal 73.000. Das sind also immer jeweils weniger als 10%, deutlich weniger. Also zwischen 5% und 10% liegen wir hier meistens und das zieht sich auch durch. Und wenn man diese Gesamtanzahl nimmt, ne, so 180, 220, 230.000, auch bei den Einspeisern so ein paar, ja, dann haben wir bei den Pflichteinbaufällen halt tatsächlich noch nicht so unglaublich viel. 230.000 Ende 22, das ist echt okay, aber es ist viel zu wenig trotzdem. Na, immerhin haben wir das geschafft, aber da muss noch viel mehr passieren. Das ist, wie gesagt, jetzt der Pflichteinbau. Wir vergleichen mal ganz kurz mit den Vorjahreszahlen. Das machen wir mal so. Das müsste ja auch dann direkt darunter kommen. Genau. Und da sehen wir dann schon einen deutlichen Schritt nach vorne. Also wenn man das mal so in den Vergleich setzt. Da sind jetzt hier dieselben Unterteilungen. Na, also hier von 48 auf 103.000. Das hat sich verdoppelt. Bei der nächsten Kundengruppe auch. Deutlich vorangeschritten, bei der drunter auch vorangeschritten. Also wir sehen durchaus in allen Kundenbereichen, dass hier wirklich was passiert ist. Und ich sage mal, der größte Anteil ist tatsächlich Verbrauchsanrichtung nach § 14a. Ne? Weil das jetzt ja auch losgeht oder losgegangen ist vom Januar 23. Heißt also, wir haben im Laufe des Jahres 22
die steuerbaren Verbraucher, das ist § 14a Energiewirtschaftsgesetz, also die Wärmepumpen, die steuerbar sind, größer als 4,2 Kilowatt, Stromspeicher, Immobilienwallboxen und Kühlanlagen, die also größer als 4,2 Kilowatt sind und die eben jetzt zum 01.01.2023 in Betrieb genommen werden, die müssen ja sowieso gezwungenermaßen steuerbar sein. Und die, die eben auch mit in diese Kategorie fallen, die können auch in diese Steuerbarkeit kommen, in diese Netzdienlichkeit kommen, weil es da verringerte Netzentgelte gibt. Wir machen das nochmal in einem Video. Und da sehen wir also hier wirklich einen deutlichen Anstieg von gerade mal guten 500 auf 6.500. Also das ist deutlich gewachsen. Bei den Einspeiseanlagen ist auch was passiert, wie wir sehen können. Die Zahlen sind auch deutlich nach oben gegangen. Also innerhalb dieses immer noch Grauzonenjahres 22 ist durchaus einiges passiert im Smart Meter Rollout, in den Zahlen hier im Strombereich zumindest. Nach diesen Pflichteinbauten kommen wir auch noch auf die Optionalen und da sehen wir auch hier, ne, mit EMS ausgestattet, 13.000, 3.000, 4.000, 23.000, das ist nicht so viel von, wie wir hier in der Gesamtzahl sehen können, ja, ne, über 40 Millionen, 45 Millionen, die hier gezählt werden, davon gerade mal so 40.000, 50.000 ausgestattet mit den echten Smart Mietern. Auch da kurzer Zahlenvergleich, das müsste auch direkt darunter kommen, sehen wir ja, naja, von 8 auf 13, dann hier sogar von 4 auf 3. Da ist sogar zurückgegangen, kurioserweise. Müsste man jetzt herausfinden, woran das liegt, bei der Gruppe 2 bis 3.000 Kilowattstunden. Warum das sich so verändert hat, ist schwierig zu sagen. Kann ich gerade gar nicht erklären, warum das zurückgegangen ist. Und dann bei den anderen aber immer durchaus ein spürbares Wachstum, außer bei den kleinen Einspeisern. Da ist die Zahl zurückgegangen. Na, wer weiß. Da gab es ja durchaus Änderungen im EEG. Ich würde mal davon ausgehen, dass es da mit zusammenhängt. Müsste ich aber auch nochmal richtig auseinandernehmen. Wir sehen aber Zahlenentwicklung. Im Pflichteinbaufall ist also von 21 auf 22 vieles passiert, im Optionalen nicht. Das wird sich vermutlich nun auch die nächsten Jahre ändern, weil bei diesen Optionalen mit jetzt auch der runtergesetzten Preisobergrenze die Hürden einerseits kleiner werden, aber vielleicht auch tatsächlich die Anwendungsfälle interessant werden. Also dieses eben smarter im Sinne von, ich habe vielleicht Echtzeitdaten, mit denen ich meine Energieersparnis besser machen kann, mit der ich dann einfach irgendwelche Smart-Home-Geschichten in Zukunft kriegen kann, die bestenfalls auf einer wirklich sicheren und standardisierten Hardware-Software-Infrastruktur laufen würde. Und von daher, ich denke, da haben wir auf jeden Fall Marktentwicklung in den jetzt Folgejahren, einfach weil mit dem MSBG 2023, also mit der Gesetzesnovelle, die Hürden jetzt doch weitestgehend entfernt worden sind und mehr Klarheit auch über den Marktzugang herrschen. So ein bisschen, ja, was machen die Wärmebetreiber selbst? Was sourcen sie out an Dienstleister? Das kann man sich hier anschauen, wen das so genau interessiert. Das ist vielleicht dann interessant für die, die selbst gerade überlegen, welche Tätigkeiten sie machen wollen und welche sie outsourcen wollen. Da kann man sich ein bisschen abschauen, was machen die anderen. So, zusätzlicher Wärmebetrieb mit weiteren Sparten, also neben Strom, sehen wir, ja, ist das hellblaue, nein, das dunkelblaue. Am ehesten noch wird Gas gemacht. Na, wir sind ja so, ich sag mal, 12% machen das, 12-13%. Bei Gas ja, Wärme nochmal deutlich weniger, Fernwärme ich meine ich, Heizwärme, also vor Ort nochmal deutlich weniger, Wasser und dann nochmal so dazwischen. Also wir sehen auch hier, obwohl es prinzipiell möglich ist, auch technisch, wird größtenteils Smart Metering im Jahr 22 für Strom gemacht. Was verständlich ist, weil das ja auch der Startpunkt war und dann wurde so auf dem Weg gesagt, na, hey, eigentlich technisch können wir auch die anderen Sparten sofort bedienen. Also macht das gerne, aber es ist noch nicht so viel passiert. Da wird sich auch in der nächsten Zeit was, denke ich, noch bewegen können. Eine Zahl, die sich gar nicht verändert hat, also auch im Vergleich zum Vorjahr, vertreiben sie Kombiprodukte aus Lieferung und Messsteinbetrieb gerade mal 20%. Hier sehe ich ein riesiges Potenzial für Geschäftsmodelle, die gut funktionieren können, weil ich eben sage, du kriegst hier mein Smart Meter und du kriegst praktisch aus dem Konzernverbund oder eben von uns als Stadtwerk oder eben von mir als wettbewerblichen Versorger, Messstellenbetreiber, kriegst du eben dazu einen passenden Tarif, zum Beispiel auch den dynamischen Stromtarif. Der wird ja nun in Zukunft kommen. der wird Pflicht für alle. Und ich denke mir, dass wir hier tatsächlich dann auch auf dem Weg zum Jahr 25, ab dem das ja Pflicht werden wird, hier ein
riesigen Bedarf und eine riesige Entwicklung dann sehen werden. Aber das ist dann, wie gesagt, erst in Zukunft einerseits durch die Pflicht, aber eben auch durch die Affinität zu sowas richtig gut spürbar. Und wird sich zeigen. Einfach nur, weil die Leute gesehen haben, Strompreise können auch extrem durch die Decke gehen, wenn gewisse Krisenzeiten kommen. Und entweder will ich dann übers Jahr hinweg so variable Entwicklungen mitnehmen, weil ich dann oft sehr günstig bin. Oder ich habe halt vielleicht auch einen Versorger, der mir anbietet, dass er vor allem seinen eigenen Ökostrom, seinen günstigen Ökostromproduktion, also Wind und Solar hochskaliert, günstig, mir eben weiterreicht. Und dann in manchen Momenten wird es teurer, aber in vielen wird es sehr, sehr viel günstiger sein. Das wird sich hier zeigen. Und ich denke, die Kombi mit Technik und Versorgung, das ist wirklich ein Thema, was auch durch die Decke gehen wird. Wer macht die Abrechnung? Da gab es ja auch die Regel, dass das nicht mehr über die Versorgerrechnung gezwungenermaßen laufen muss. Da ist tatsächlich eine Teilsregelung größtenteils durchgekommen. Das heißt, wir haben eine parallele Rechnung für Versorgung und Messstellenbetrieb, aber eben eine anteilige Berechnung auf der Versorgerrechnung, was eben über diesen Netznutzungsabrechnungsweg geht. Klassischerweise hat ja der Netzbetreiber den Messstellenbetrieb gemacht und in seiner Netznutzungsabrechnung hat er dann die Entgelte dafür weitergereicht. Und es ist jetzt eben so eine Übergangsgeschichte aktuell, dass man eben sagt, entweder haben wir einen Stichpunkt, ab dem wir das umstellen auf eine separate Rechnung, oder wir reichen das einfach weiterhin in der Netznutzungsabrechnung weiter als Grundzuständiger. Aber wir haben ja auch die Entwicklung, dass es wettbewerbliche Versorger gibt, die dann eben sagen, naja, natürlich machen wir eine eigene Rechnung. Wettbewerbliche Messstellenbetreiber gibt, die dann sagen, wir machen eine eigene Rechnung. Und durch diese aktive Entwicklung gerade am Markt ist das tatsächlich so ein bisschen eine Übergangszeit, die aber für die Abrechner, also auch für nicht nur das Netz, sondern auch für den Versorger, die in dieser Netznutzungsabrechnung und dann auch in der Endkundenabrechnung stecken, mega aufregend, weil die Software natürlich sowas wie das können muss und es oftmals nicht so ist, dass man das ganz spontan umstellen kann. Also mehr so im Hintergrund ist das auch ein Thema, was in der Marktkommunikation und dann vor allem im Klärungsaufwand oftmals auch nur für Herausforderungen sorgt. Aber ja, eingesetzte Technologien bei den Zählern, da ist vor allem auch nochmal interessant, dass wir sehen können, dass der klassische Ferraris-Zähler eben immer noch das am meisten verbaute Ding ist, mit Abstand. Dann haben wir außerdem hier noch die HTND-Geschichten, auch Ferraris. Da sind wir bei eben 30 Millionen. Dann einfach nur digitale Zähler, die nicht kommunizieren können. Die MMEs, die zum Beispiel EDL40er und dann die IMSer. Wir sehen hier zahlentechnisch wirklich interessante Entwicklungen, dass die modernen Messeinrichtungen mittlerweile schon extrem stark vertreten sind. Also da ist viel ausgerollt worden. Ihr seht ja auch hier im Jahr von 21 auf 22, 3,5 Millionen eingebaut worden. Das ist echt, echt gut. Und insoweit ist das nicht uninteressant. Und das nochmal im Vergleich unten mit den Gaszahlen haben wir also wirklich ein paar interessante Entwicklungen. Gehen wir mal noch weiter. Übertragungstechnologien. Ihr seht auch hier größtenteils immer noch Mobilfunk für Smart Meter Daten. Das ist halt in Deutschland, wo wir nicht überall guten Mobilfunk haben, schwierig. Ihr seht, 450 Megahertz hat jetzt erstmals eine Rolle, 1%, das ist also im Vorjahr noch bei null gewesen. Dieses Kommunikationsband ist ja nun auch erst für die Energiewirtschaft dann freigegeben worden. Da wird sich einiges entwickeln und das ist eben eine exklusive Kommunikationsfrequenz, könnte man sagen, über die dann auch Daten übertragen werden könnten. Wir werden sehen, dass Powerline tatsächlich auf 20% kommt, überrascht mich, weil das eben an vielen Stellen gar nicht so ausgerollt ist. Powerline bedeutet eben, dass über die Stromleitung auch eine Datenleitung laufen kann. Und das muss aber eben explizit ausgerollt worden sein, ist anscheinend dann doch in mehr Ecken etabliert, immerhin bei 20%. Na, nicht schlecht. Okay. Gut, RLM-Kundenbereich, das ist auch nochmal insoweit interessant, dass wir ja die Industriekunden haben, große Industriekunden, wo wir klassische RLM-Zähler haben. Und da ein freiwilliger Einbau mit IMS immerhin auch schon 50.000 Einbauten gebracht hat, die haben ja keinerlei Einbaupflicht, die haben aber mit einem intelligenten Messsystem theoretisch noch bessere Datengrundlagen für ihr eigenes Energiemanagementsystem zum Beispiel und für eigenes Energieportfolio als im klassischen reinen Lastgang. Na, der Lastgang ist halt der Leistungsverlauf pro Viertelstunde, klar, in Einzeldaten aufgeschnitten.
Hier haben wir dann halt im Großen und Ganzen den Zählerstandsgang und einen Lastgang, wo also im Prinzip erstmal dasselbe auch rauskommt, aber im IMS halt prinzipiell natürlich noch weitere Sensorik mit angesprochen werden kann und Auflösungen auch rausgeholt werden können. Das ist also durchaus ein Thema, wo wir, denke ich, auch in Zukunft eine Entwicklung sehen werden, die vor allem analysegetrieben ist. Einfach weil mehr Daten, Mengen und Auflösungen aus diesen IMSen gezogen werden können. Und das ist für Industriekunden natürlich ein Thema, eben weil die teilweise ja selbst ihren Strom einkaufen. Und je mehr Daten, desto gezielter kann ich das natürlich machen. Naja, okay, gehen wir mal hier noch bis ans Ende. Ihr seht hier noch mal so ein bisschen, ne, wie wird eigentlich investiert über die Jahre hinweg? Wie hat sich das entwickelt? Wir sehen im Großen und Ganzen, dass, ja, man kann es auch so sagen, die Aufwendungen jedes Jahr ein Stück weit gestiegen sind. Und das ist natürlich auch nicht besonders überraschend. So, und dann sehen wir auch hier, dass der Strombereich schon durch ist. Wir gehen jetzt mal noch direkt an den Gasbereich. Das war hier Kapitel G auf Seite 280. Damit das Video auch nicht zu lang wird, bin ich jetzt hier schon... Nee, Preise. Versorger. Ah, hier, Seite 282. Ach nee, im PDF Seite 282, im Dokument Seite 280. Wegen Deckplatte wahrscheinlich irgendwie. Okay, so. Rolle des Messstellenbetreibers. Ihr seht hier ein Netz als Grundzuständiger, die meisten. Netz als wettbewerblicher, 8. Versorger als wettbewerblicher, 12. Dritter als wettbewerblicher, 9. Also hier sind die Zahlen noch deutlich, deutlich geringer als, also die marktlichen Zahlen als im Strombereich. Weil Gas, wie gesagt, überhaupt das jetzt nachkommen muss, die Anzahlen der Stellen. So, was ist eingebaut? Jeweils, ne? Balkengaszähler, wo man sehen kann, ne, Impulsausgang oder eben andere elektronische Zählwerke und dann Ultraschallzähler und RLM-Zähler und andere Geschichten. Und dann so, Summe der Zähler, die so umgerüstet werden können, also noch so geändert werden müssen, dass sie mit dem Smart Meter Gateway verbunden werden können. Und dann die tatsächlich schon so umgerüstet sind, wo wir dann sehen können, ne, Gesamtzahl. Umgerüstet werden können sehr schnell über 7 Millionen Gaszähler. Bereits umgerüstet sind knappe 400.000 Gaszähler, die also, ich sag mal, sehr unmittelbar auch an ein Smart Meter Gateway angeschlossen werden können und dann eben auch Daten liefern können. Das ist auch ein interessantes, eine interessante Grundlage, dann eben auch hier zum Beispiel Messkosten einzusparen, weil eben ein Ableser nicht mehr kommen muss oder eben nicht mehr schlechte Ablesungen durch Endkunden gemacht werden, weil man sich einfach verliest. Oder falsch aufschreibt, das passiert nun mal, das sind alles Menschen. Hier könnte man also sagen, ja, das Gateway wird eh eingebaut und der Stromzähler ist eh angeschlossen, da kann man auch den Gaszähler gleich mit anschließen. Und spart sich damit natürlich Geld in weiteren Prozessschritten. Das ist offensichtlich gut in diesem Bereich. Also auch interessante Entwicklung. Gehen wir mal noch ein bisschen weiter. RLM-Kunden, auch da verschiedene, ich sag mal, klassische Gasstrukturen bei den Großkunden und dann sehen wir hier am Ende plus Gateway. Das heißt, RLM-Gaskunden mit einem angeschlossenen Smart Meter Gateway tatsächlich 1. Ist das nicht witzig? Es muss irgendwo einen Gas-RLM, also Industriekunden geben, der tatsächlich ein Smart Meter Gateway effektiv angeschlossen hat. Einer. Wer weiß, wer das ist. Also musste mal zu einem Interview führen oder so. Das ist sehr, sehr kurios. Naja, okay, Fernanbindung, auch hier Investitionen, wo wir sehen können, das ist jetzt nicht unbedingt so sehr gestiegen über die Jahre hinweg, weil natürlich auch hier der Smart Meter Rollout noch nicht so sehr greift. Also sind wir eher noch in den klassischen Marktgefüge von regelmäßigen konventionellen Zählerwechseln und sowas. So, und dann war es das auch schon. Also hier der Gasbereich natürlich deutlich kürzer, weil das, wie gesagt, nicht so sehr das Thema bisher war. Die Monitoring-Berichte sind also, wie ihr sehen könnt, relativ vielseitig mit vielen interessanten Zahlen. Das war jetzt hier nur der Messbereich. Da konnten wir jetzt schon ja relativ viel Zeit verquatschen. Und wie gesagt, können wir das für die anderen Themenbereiche Versorgung und Co. dann ja auch nochmal in anderen Videos machen. Finde ich gerade auch super interessant. So, Smart Metering. Wir sehen, dass in diesen Zahlen also offensichtlich eine Weiterentwicklung im Markt, im Strombereich vor allem, passiert ist.
immer noch vor dem Neustart, also vor dem Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende, GNDEW, wir haben es ausführlich hier besprochen. Das war dann wirksam im Mai 2023. Das war ja nun nur das Jahr 2022. Selbst da ist noch was passiert, aber eben viel zu wenig, viel zu langsam, als dass wir unsere Digitalisierungsroadmap wirklich gut erreichen könnten. Im Jahr 2023 wird dann in diesem zweiten Halbjahr durch die Aufbruchstimmung schon noch ein bisschen mehr passiert sein. Wir hatten ja auch diesen sogenannten dynamischen Rollout, wo also sofort alles, was am Markt ist, einfach rausgehauen werden soll. Das ist also auch, denke ich, dann schon mit Effekten versehen im nächsten Monitoring-Bericht. Aber dann die Entwicklung, die im Jahr 2024 passieren wird, ne? Also ab jetzt, wir sind noch im Januar 2024, was jetzt in diesem Jahr passieren wird, wird uns, denke ich, hier wirklich gut vorantreiben. Wir werden vermutlich eine dann auch mal siebenstellige Anzahl an IMSen bekommen über die nächste Zeit. Und dann wird es halt langsam spannend, dass wir dann halt ernsthaft Daten aus den Zählern am Gateway ja ziehen können. Das wird die Prognosegüte in der Energiewirtschaft, die Bilanzierungstätigkeit, die Abrechnungstätigkeit vereinfachen. Es wird also in der Marktkommunikation viele Klärungsprozesse und damit auch Kostentreiber verschlanken und verbessern und automatisieren. Das ist gut, weil man sich dann mehr um echte Probleme kümmern kann. Und es ist halt für die Endkunden interessant, weil die in der Lage sind, dann eben tatsächlich Preisentwicklungen und vielleicht die Anbindung eigener Anlagen wie PV-Anlage auf dem Dach, Speicher, Elektromobil, Wärmepumpe möglichst zielgerichtet zu machen und das dann nicht nur netzdienlich anzuschließen mit hier § 14a, sondern eben auch marktdienlich, was dann diesen Ansatz der dynamischen Stromtarife ja vielleicht auch nochmal genauer ansprechen kann und man dann vielleicht wirklich ernsthaft gutes Geld sparen kann mit smarter Technik. Also wir sind jetzt so weit, dass wir auch diese Anwendungsfälle konkret am Kunden sehen. Wir haben konkrete, klare Regulierung dafür. Nicht nur Gesetze, die sagen, das soll mal passieren, sondern wir haben jetzt wirklich wir haben veröffentlichte und in Kraft gesetzte Regelwerke. Davon wissen die Endkunden natürlich nichts. Keine Frage, niemand weiß von § 14a Bescheid. Deswegen machen wir auch nochmal ein Video demnächst dazu. Aber es ist halt seit ein paar Tagen in Kraft und Wärmepumpe und Co. müssen dann entsprechend steuerbar sein, wenn sie groß genug sind und jetzt in Betrieb genommen werden. Aber man kann damit ja tatsächlich dann auch Geld sparen. Also nicht nur, dass man netzdienlich ist und Netzentgelte sparen kann, man kann auch mittelfristig durch geschickten Einsatz in dynamischen Stromtarifen, auch hier natürlich, Geld sparen oder eben möglichst effizient und nachhaltig und klimaschutzaffin sich aufstellen. Und das ermöglicht eben diese Digitalisierung. Konkret das Smart Meter Rollout Sinn und Zweck ist eben neben den Daten für die Branche auch die Steuerungsfähigkeit und Automatisierungsfähigkeit am Endkunden, ja, mit dem er dann natürlich auch seine eigenen Vorteile genießen kann. Tja, soweit erstmal dazu. Habt ihr Fragen, Anmerkungen und Ähnliches zu diesen Mess- und Zielwesen, Themenbereichen aus dem Monitoring-Bericht und dem Rollout, dann gerne unten in die Kommentare schreiben und ansonsten wie immer like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.